zusammen heute mal wieder ein schnelles Manga-Gesicht. Das ist die Skizze in unserem Skizzenbuch mit Tipps und Tricks aus unserem aktuellen Buch Genial Zeichnen Porträt. Und vielleicht habt ihr auch Lust, aus Manga etwas Kreatives zu machen, vielleicht ein Game Design Studium, Animation Design Studium, wie auch immer, dann habt ihr die Möglichkeit, unserem Design Campus das eine Woche lang auszuprobieren. Und es geht los mit der Skizze. Wir bleiben beim Fineliner, wie wir das so oft eigentlich machen, weil das ist eine einfache Möglichkeit, schnell etwas zu skizzieren. Und schauen dabei das ist relativ mit Augen begonnen wird. Das ist so ein bisschen einfacher, wenn man damit beginnt, um die Proportionen und also all das, was eigentlich wichtig ist, im Blick zu behalten. Und dann geht es auch schon rüber zu den Augen. Die Augenbrauen werden aufskizziert. Bei einer schnellen Manga-Skizze ist das natürlich relativ einfach, wenn ihr auf alles achtet, was eigentlich das Gesicht ausmacht. Das heißt, die Proportionen, Augenabstände zum Beispiel, vielleicht aber auch, wie die Nase geformt ist. Ist das vielleicht ein Mädchengesicht? Ist das ein Junggesicht? Das sind alles Sachen, die eine wichtige Rolle spielen. Und hier sieht man eigentlich, dass das ein Gesicht eines Jungen ist. Dann wird das Ganze hier noch ein bisschen ausgearbeitet. Also Manga-Gesichter zu zeichnen ist wirklich nicht schwierig. Da können wir euch gerne bei unterstützen, wenn ihr da Lust zu habt. Schaut auf jeden Fall auf unseren Seiten akademiero.de. Dort findet ihr Kurse, alle möglichen Kurse, auch Kurse als Online-Kurs. Je nachdem, vielleicht habt ihr auch keine Möglichkeit, uns vor Ort zu besuchen. Dann ist das eigentlich so die gute Option. Aber vielleicht natürlich auch gerne vor Ort. Wir freuen uns dann, sehen wir jetzt schon, wir bleiben jetzt nicht bei der Kolorierung, die lassen wir aus. Wir bleiben einfach nur bei der Schnellskizze, damit ihr sowas wirklich ganz, ganz, ganz schnell von Hand machen könnt. Das ist das Ziel eigentlich des Ganzen, schnell zu skizzieren, um solche Ergebnisse zu haben. So, und dann können wir noch schauen, wie sich das Ganze nochmal, das Ganze aussieht, wenn wir jetzt die Augen noch einmal ein bisschen ausarbeiten. Ganz einfach so ist das Gesicht dann fertig. Das ist die schnelle Manga-Skizze. Mehr dazu natürlich auch gerne
unter onlinekurse.akademiewur.de. Vielen lieben Dank fürs Zuschauen und viel Spaß beim Zeichnen, euer Akademie Wur Team.